Wir haben im Bundestag kürzlich unseren Antrag zum Thema Organlebenspenden erleichtern, debattiert. Es ist so, dass wir über 10.000 Betroffene auf den Wartelisten haben, die auf ein Spenderorgan warten. 9 von 10 Betroffenen wäre mit einer Leber- oder Nierenspende, die auch als Lebensspende möglich sind, geholfen. Die Möglichkeiten zu Lebensspenden sind bei uns hier in Deutschland, gerade im Vergleich auch zum europäischen Ausland, äußerst restriktiv. Bei uns sind zum Beispiel keine Überkreuzspenden erlaubt. Das heißt, wenn der Ehegatte seinem Partner zum Beispiel aufgrund einer Blutgruppenunverträglichkeit nicht spenden kann, dann dürfen sich nicht 2 Paare mit derselben Problematik zu einer Überkreuzspende zusammenfinden. Außerdem haben wir die Situation, dass Lebensspenden immer nachrangig erst sind gegenüber einer möglichen Spende eines Verstorbenen. Das möchten wir auch gerne ändern, weil wir das für überholt halten und so mehr Menschen auf der Warteliste geholfen werden könnte. Leider ist unser Antrag im Plenum abgelehnt worden. Die Koalitionsfraktionen haben das überhaupt nicht begründet. Minister Spahn hat uns jetzt aber zugesagt, künftig dann endlich dazu auch eine Debatte noch mal anstoßen und mit uns führen zu wollen. Wir werden ihn daran messen.